Es gibt ein neues Gesetz zu den Winterreifen. Was beinhaltet es? Diese Frage kann ich leider so nicht beantworten, weil ich selber im Moment noch nicht weiß. Es gab ja vor einigen Tagen eine Konferenz der Innenminister bzw. der Verkehrsminister und dort wurde ein neues Gesetz quasi erarbeitet und das muss aber erst noch durch den Bundestag durch. Ein paar Sachen sind natürlich schon durchgesickert, das ist ganz klar. Es geht darum, die neuen Reifen oder neue Reifen auch als Winterreifen zu deklarieren. Was bedeutet das für Autofahrer? Es ändert sich für ihn eigentlich nichts, weil es gibt ja schon ein Gesetz über diese Winterreifenpflicht, wobei man aber damals nicht gesagt hat, was ist ein Winterreifen und das wird jetzt dahingehend geändert. Was man hier in der Gegend sowieso öfters hört, Winterreifen fährt man immer von O bis O, also von Oktober bis Ostern und daran wird sich und soll sich auch nichts ändern. Welche Konsequenzen hat eine Missachtung? Ja, also die Situation ist die, dass bei einer Missachtung dieser Winterreifenverordnung es zur Folge hat, dass der Kraftfahrer vermutlich auch in Zukunft einen Punkt bekommt und mindestens 40 Euro zahlen muss. Was der Kraftfahrer beachten sollte, wäre, dass wenn er neue Reifen kauft, er sollte vielleicht Premiumreifen kaufen und keine in Anführungszeichen Billigmarken.